Ja. Gott sei Dank. Kommt hier nicht so eine gruselige Fahrstuhlmusik? Oh! Nicht dein Ernst! Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Dead Space. Ich bin der Maxa und begrüße dich ganz herzlich. Ich habe ein klein wenig Angst. Das wird zwar kein Blind Let's Play werden, denn ich kenne das Spiel schon. Ich habe es schon zweimal mindestens durchgespielt. Zur Veröffentlichung 2008. Oh Gott, ist das Spiel alt. Und dann auch nochmal 2013, als der dritte Teil veröffentlicht worden ist. Kurz vorher nochmal beide Teile, die Vorgänger nochmal gespielt und dann den dritten Teil, der jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so gut war, aber immer noch auch spielenswert ist. Ja, jetzt habe ich es mir für den PC nochmal nachgekauft und wollte es eh nochmal spielen und warum nicht gleich als Split-SP, habe ich mir das gedacht. Und dann, ja, fangen wir direkt mal an. Hier erstmal das Intro, das ist cool. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. Du ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Gruppe. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben die Hölle! Fahren Sie die Schilde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Unangenehm, sind Sie irre. Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht.
Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Aufgabe hinzugefügt. Oh, wie geil dieser Anfang allein schon ist. Sehr, sehr cool. Die Atmosphäre ist einfach der Hammer in diesem Spiel. Ja, warum da jetzt WSAD steht und ja, Shift und was weiß ich nicht alles oder E mit bestätigen, keine Ahnung, denn ich spiele eigentlich mit einem Joypad. Ich habe nicht rausbekommen, warum das so ist. Ja, tolle Rettungsaktion mit unserem Rettungsschiff hier. Das war jetzt nicht so gut. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Jo, wir sind Isaac, wir sind hier der Ingenieur. Das heißt, wir haben studiert. Genau, wie man Schalter benutzen kann, wie man Türen öffnen kann. Ja, das kriegen wir hin. Super, Aufgabe erfüllt. Immer rein in die gute Stube. Das weiß ich noch. Das sind so eine Kisten, die man zerstören kann. Allerdings, ich kann hier noch gar nichts weiter machen. Schlagen oder treten. Ich glaube, das müssen wir alles erst nochmal wieder lernen. Das nehmen wir mal alles mit. Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Willkommen an Bord. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Okay. Aber das ist ein super Tool. Also ohne dieses würde ich dieses Spiel auch nicht spielen wollen, weil die Karte tatsächlich ist ein bisschen blöd gemacht. Das ist so eine 3D-Karte. Okay. Das sieht schon mal lustig aus hier. Alles voller Blut. Leute, hier stimmt was nicht. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Hitzesystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Oh ja. Komm schon. Ja. Ja, würde ich ja gerne. Oha. Renn, Isaac!
Was glaubst du, was ich hier mache? Ah! Oh Gott. Ich bin jetzt schon angespannt. Ui, das war klar. Puh. Okay. Hier kriegen wir schon mal den ersten Hinweis. Cut off their limbs, also trennt ihre Gliedmaßen ab. Und das ist der berühmte Plasma-Cutter. Aha, okay. Nehmen wir alles mit natürlich. Medizin, das sind Medipacks, das sind Credits. Wie war jetzt Stampfen? Das war Schlagen. Das brauche ich in dem Spiel übrigens niemals. Das... oder... okay, Stampfen. Das ist wichtig. Und Plasma-Energie, das ist die Munition für die Waffe. Okay, schlagen macht doch mal Sinn, um Munition einzusparen. Irgendwie gefällt mir das nicht, was da für Geräusche von der anderen Seite der Tür kommen. Eieieiei. Und immer ganz wichtig. Natürlich. Zerstampfen. Und ja, ich werde auch, wenn sie noch nicht mutiert sind, diese Viecher. Man weiß ja nie. Die Atmosphäre ist so unglaublich gut. Ich kann nur empfehlen, guckt euch das im Dunkeln an. Und vor allen Dingen setzt euch Kopfhörer auf. Wenn ihr dieses Spiel spielt. Ah, ich hab's noch ich wusste es, dass da noch was passiert. Aber ich wusste nicht mehr was. Okay, jetzt kriegen wir mitgeteilt, wie wir uns schnell heilen können. Das finde ich auch so cool. Der ganze Anzug, die Anzeige dient tatsächlich auch. Die Gesundheitsanzeige ist in der Rüstung eingearbeitet. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Ja, danke für den Hinweis. Okay. Credits. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben.
Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Das ist doch ein Deal. Genau die Karte, die hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Die finde ich jetzt nicht so prickelnd. Die ist mir zu unübersichtlich tatsächlich. Nee. Ich bleib bei diesem Brotkrumen-Teil hier. Das finde ich echt klasse. Dann kriege ich auch immer angezeigt, was mein nächstes Ziel ist. Was ist das hier noch? Ach, hier muss ich Platinen einsetzen. Ach, die Platine, um das zu reparieren. Na gut. Dann müssen wir hier erstmal weiter. Munition kann ich immer gut gebrauchen. Sollen wir lang? Da lang. Okay, aber wir gehen erstmal hier. Ja, nee, ist klar. Das ist ein bisschen zu eindeutig. Zu tot? Anscheinend ja. Und das sind so eine Speicherstation hier, aber das brauchen wir erstmal noch nicht. Munition, immer her damit. Okay, die ist verschlossen. Oh, noch ein Audiolog. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Das war der nächste Hinweis, wie wir die Viecher zu erledigen haben. Ach Gott. Na, Kumpel. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Ja, nee, jetzt sollten wir es spätestens begriffen haben. Ah, das ist so cool. Das sieht immer noch geil aus, das Spiel. Ach, ich erinnere mich, das ist jetzt ein ganz cooles Gimmick. Können wir die Zeit verlangsamen, Stase? Finde ich auch ein cooles Gimmick. Und das sind diese Stase-Packs. Also, das ist echt cool. Also, was so als Wirbelsäule angedeutet wird, ist halt unsere Energie tatsächlich noch. Und ganz rechts da dieser halbe Kreis, das ist ja unsere Stase. Das nimmt natürlich dann auch ab, wenn wir das alles einsetzen oder Lebensenergie verlieren. Und das finde ich eben cool, dass das eben nicht noch zusätzlich... Oh nee, komm, hör auf. Ich sehe nichts mehr. Könnt ihr mal bitte das Licht wieder einschalten? Vielen Dank. Dass eben nicht die Immersion da verloren geht, wenn da noch irgendwas an Einblendungen im Bildschirm ist oder so, sondern dass das alles eingearbeitet ist in diesem Anzug. Das finde ich klasse. Energie her damit. Plasma-Energie. Oh, auch mal bei den Frauen gucken. Oh, da liegt auch noch was. Ne, das war das Männerklo. Das war das Frauenklo erst. Okay. Noch was zum Stampfen.
Dank. Ja. Ein Stasemodul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Ja, hier kann ich mich auch noch ein bisschen dran erinnern. Das ist Monorail oder das Monorail-Waggon oder der Monorail-Waggon, den wir hier einsetzen sollen. Ah, Energieknoten. Damit können wir später unsere Anzüge verbessern. Ich weiß aber auch noch, dass hier irgendwas kommt. Mal lieber alles kaputt. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Noch ein Audiolog? Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Lüftungsschächte, ja, da kommen sie durch, die Viecher. Habe ich es nicht gesagt? War's das? Gib mir Munition. Das weiß ich noch. Da ist der eine Arm kaputt. Ah, ich glaube, ich habe es genau falsch gemacht. Natürlich. Noch geht das ja. Okay, der andere Arm, der behält da seine Position. Noch den Hauptschalter aktivieren. Ah, das Geräusch. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Ich hab Angst. Oh Gott! Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ach, du hörst was rumkriechen? Guck dir mal den Quatsch hier an. Oh, diese Geräusche. Gott. Waggonersetzung abgeschlossen. Ach, ich wollte das Vieh eigentlich gleich mit Stasis anschießen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Okay, ich denke mal, hier sind wir fertig. Unsere Stasis immer wieder voll machen, das ist gut. Stasis, Stase. Oh Gott. Bloß ab.
Wo müssen wir lang? Da. Steht hier. Pawns. Okay. Mein Gott, ich habe ganz vergessen. Vielleicht sollte ich mal nachladen. Ganz vergessen, wie abgefahren dieses Spiel ist. Aber wie cool. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Das ist doch gut. Alles klar. Und jetzt? Okay. Genau, jetzt können wir durch die Tür gehen. Ich warte noch, dass so ein Vieh hinter mir auftaucht gleich. Na toll, hier ist schon wieder Action. Oh. War's das? Bestimmt nicht. Haha. Gib mir Plasma-Energie. Ups, jetzt habe ich mich geheilt. Ich würde ja ganz gerne auch ein bisschen mehr reden, aber das Spiel lässt mich nicht wirklich. A, will ich die Atmosphäre nicht kaputt reden und B, bin ich selbst sehr, sehr angespannt. Oh Gott. Ah, keine Stase mehr. Wo müssen wir eigentlich hin? Da, okay. War da oben noch was? Auf jeden Fall Munition, das ist gut. Also hier möchte ich ja ganz gerne rein. Das sieht aus, als wenn es da tolle Sachen gibt. Aber die Tür ist nur abgeschlossen. Schlüssel, Lagerschlüssel wird benötigt. Okay, hätten wir auch noch ein bisschen Munition sparen können. Da war nichts.
Okay, Aufzüge, da sind wir auch nicht absolut sicher. Ich kann mich erinnern, dass es da auch mal ein, zwei Szenen gab, wo die Viecher einfach mal so reingeplatzt sind. Es gibt hier einfach keinen sicheren Ort. Wahnsinn, dieses Riesenteil. Oh, Inventar ist voll. Ne, da nicht. Okay. Das kann man sich später nochmal anschauen. Hier ist das Inventar. Ja, das ist noch alles ein bisschen mager mit dem Inventar. Oh! Kriegen wir ja auch noch ein bisschen mehr Platz in dem Inventar, wenn wir unseren Anzug erweitern, wenn wir den verbessern. Dafür brauchen wir diese Energieknoten, das weiß ich noch. Ach nee. Kann ich eigentlich so einen Stasis-Pack verbrauchen? Haben wir mal wieder ein bisschen Platz. Okay. Oh, da haben wir den Wartungsschlüssel. Und Plasma-Energie, das ist immer gut. Ich glaube, das war's. Ein Textlog. Rechnung für Reparaturen. Das sieht jetzt nicht so interessant aus, aber naja. USG Ishimura, Abteilung für Raumfahrttechnik. Rechnung für Shuttle-Reparaturen. Zweiter Auftragstag. Defekter Vorderer. Gyroantrieb vom Schiff. USG ESH. S03 wurde ersetzt und ist jetzt funktionsbereit. Dritter Auftragstag. Reparaturen an fehlerhaften, was ist das, 4D-Scope? Von Schiff USG ESH S01 noch nicht abgeschlossen. Vierter Auftragstag. Beschädigte Länder, Repulsoren vom Schiff USG ESH S05 wurden vollständig ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Beschädigte Ansichtsfenster vorne und vorne links vom Schiff USG ESH S04 wurden ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Fünfter Auftragstag. Beschädigte. Oh Gott, das ist wirklich langweilig. Da geht es nur wirklich um Reparaturen. Nicht story-relevant. Oh, diese Viecher. Splatter, splatter. Diese Geräusche, unglaublich. Nachladen, immer nachladen. Nur nicht das Nachladen vergessen. Ah! Bleibst du da? Oh, habe ich mich erschrocken. Genau, jetzt können wir die Tür öffnen. Da ist noch mehr.
bin ich hier. Ja, das war klar. Oh. Also, Medipacks werden wir hier gerade zugeschmissen. Aber das ist auch gut. Das bedeutet ja, dass ich nicht so oft getroffen werde. Momentan zumindest. Das ist doch okay. Jetzt können wir das hier öffnen. Nice. Ja, geht gleich los. Da haben wir noch so einen Energieknoten, sehr schön. Jetzt haben wir schon zwei. Ja. Ich glaube, ich bin bald versucht, noch was hier liegen zu lassen. Können wir die Platine mitnehmen? Ja, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Da brauchen wir keinen Platz im Inventar. Das ist ja schön. Genau, hier können wir unsere Waffen verbessern, unsere Rig, das ist praktisch, ja, unsere Gesundheit und das Stase-Modul. Aber ich bin erstmal für den Cutter, für die Waffe an sich, dass die ein bisschen stärker wird. Erstmal Schaden. Jupp. Und auch ein bisschen Kapazität. Das ist so gemein, man muss praktisch auch wirklich dann diese leeren Felder nehmen, damit man das voll aufgestuft kriegt. Na, aber wir nehmen erstmal Kapazität. Ich fühle mich gleich viel mächtiger und stärker. Immerhin, von 10 auf 12 abgegradet, das ist gut, was die Kapazität angeht. Kann man das auch irgendwie fallen lassen? Denn ich hätte doch gerne dann schon das große oder mittlere Medipack mitgenommen. Genau, Isaac. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setze sie in den Prozessor ein. Dann ist das Monorail-System wieder online. Ach! Hallo? Ist da jemand? Okay, wir sollen da lang. Was liegt denn da unten noch? Plasma-Energie. Oh. Diese Geräusche, unglaublich. Natürlich. Eieiei. Aber die Angst, dass da wirklich mal einer hinter mir steht. Nochmal draufstampfen fürs Erschrecken. Na klar, müssen wir hier rein. Ja, Gott sei Dank. Kommt hier nicht so eine gruselige Fahrstuhlmusik? Oh! Nicht dein Ernst. Oh. Mit dem habe ich nun wirklich überhaupt nicht gerechnet.
Nee, speichern brauchen wir doch nicht. Läuft doch gut. Okay. Es ist gerade sehr ruhig und da war irgendwas. Solange die vor mir auftauchen, alles gut, aber sobald die dann mal hinter mir sind, kriege ich die Krise hier. Okay, wer hat da jetzt die Luken dicht gemacht? Mach mal wieder auf. Okay, wir sollen dahin das einsetzen. Sag mal, habt ihr überhaupt was gemacht die ganze Zeit oder habt ihr jetzt nur gewartet, bis ich hier mal... Naja... Computer der Monorail-Steuerung online. So, Leute. Und ihr so? Muss ich noch was machen? Ach so. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fährt an der Flight Deck Station ein. Ich habe den Zug repariert. Quarantäne aufgehoben. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallion und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Tja. Meine, er hat ja nicht so ganz Unrecht, aber sie ist immer so negativ. Nein, Hammond! Okay. Da kommt doch gleich was. Ich bin seelisch darauf vorbereitet, dass mir gleich was in den Rücken springt, die ganze Zeit. Ja, genau, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Dann sollen wir wieder nach oben. Na dann, mal los. Das ist ja super. Dann kommen wir langsam wieder weg hier. Haha, schön wär's. Okay, it's a trap. Oder sie haben jetzt schon Angst vor uns. Aber ich glaube es eher nicht. Das will uns doch foppen hier. Nicht mit mir. Irgendwas hat das Vieh vor. Ach komm. Augen zu. Ach, ich habe keine Stase mehr. Oh, ich rechne echt die ganze Zeit. Irgendwas muss ich nochmal mit den Einstellungen überprüfen, denn ich habe tatsächlich manchmal Probleme, dass ich nicht... Was machst du denn hier? Hör mal auf damit.
dass ich manchmal die Richtung hier nicht ändern kann. Jetzt geht's wieder alles wunderbar. Viel Glück. Und wer wünscht mir viel Glück? Sie war doch noch irgendwo was. Da. Plasma Energie, sehr gut. Das noch zu. Dann müssen wir, ja zum unserem Rettungsschiff zurück. Ach, ich kann das ja alles nicht mehr mitnehmen. Okay. Was eigentlich sehr schade ist, weil man kann auch alle Sachen verkaufen, weiß ich noch. So. Kann man das nicht? Vielleicht ist Munition drin. Ah. 6 zu 1. Das war doch ein guter Tausch. Oh. Zuerst gedacht, das wäre hinter mir. Und damit sollen wir fliegen können? Na, ich weiß ja nicht. Wir versuchen es einfach nochmal. Ist hier noch irgendwas? Nö. Dann mal los. Schadensbericht laden. Ja, mach mal. Okay. Oh. Das ist ja super. Ah nein, das geht ja weiter, das Spiel. Also immer wenn es hektisch wird, kann ich das Ding nicht drehen. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Halt! Na, das war ja. Das war ja ein toller Plan. Ist hier noch irgendwas?
Das hat jetzt nicht so gut geklappt mit der Idee mit dem Schiff, mit der Kellyan. Die ist jetzt Geschichte. Und ich glaube, wir haben es auch ganz, ganz knapp bloß aus diesem Schiff rausgeschafft. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass das eng war. Das war klar. Jetzt müssen wir praktisch auf die Seite, wo die anderen beiden von gestanden sind. Eigentlich wollte ich vorhin die ganze Zeit Stase auffüllen. Dann hätte ich auch wieder Platz im Inventar. Da sollen wir lang, dann gehen wir natürlich erstmal hier lang. Eat me. Eat me. Aha. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon. Ne, hier waren wir noch nicht. Oh, ein großes Medipack. Sehr gut. Das sieht natürlich nur gleich aus. Standardkost bei den Toiletten. Okay. Ach Gott, bin ich angespannt. Hey, hey, hey. Und das ist erst der Anfang. Ah, genau. Davon habe ich gesprochen. Jetzt können wir praktisch unser Inventar verkaufen auch, was wir nicht brauchen. Ist hier noch irgendwo was? Ja, die Werkbank brauchen wir gar nicht erst aufrufen. Da fehlen uns die Energieknoten. Wie groß das alles ist. Und das ist die Monorail. Damit werden wir ja zum nächsten Kapitel auch reisen. Das heißt, ja, die erste Folge ist tatsächlich gleich zu Ende. Aber erstmal verkaufen wir unser Zeug. Also hier können wir auch noch ein paar Waffen kaufen. 10.000 kostet der Anzug Level 2. Ich glaube, den werde ich mir auch direkt mal kaufen. Ja, natürlich. Das ist cool. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Inventarplatz. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Glaube ich, das war auch so, dass sich das optisch natürlich noch ein bisschen erweitert. Dementsprechend sieht der Anzug auch ein bisschen geiler aus noch. Jawohl. Nice. So, dann wollen wir mal verkaufen. Wie geht das denn? Achso, wenn wir im Inventar sind natürlich. Plasmakotter wollen wir natürlich nicht verkaufen. Energie auf jeden Fall nicht. Aber die Medipacks, ja. Ich sag mal, bis auf einen vielleicht, damit wir gleich voll geheilt sind. Wow. Das Ganze kann man auch nochmal in den Safe packen. Denn da kommen bestimmt auch noch ein paar Stellen, wo wir sie brauchen werden. Okay. Dann können wir noch irgendwas gebrauchen.
Ich würde ja ganz gerne noch zwei Energieknoten kaufen. Dazu müsste ich allerdings auch noch, glaube ich, was verkaufen. Ja. Dann verkaufen wir doch noch das kleine hier. Und kaufen uns noch zwei Energieknoten. Das sieht doch gut aus. Dann können wir direkt nochmal unsere Waffe ein bisschen aufwerten. Und ja, ich werde das Spiel sehr wahrscheinlich nur mit dem Plasma-Cutter durchspielen. Das ist einfach für mich die beste Waffe. Was nehmen wir jetzt nur? Wenn ich mich noch so richtig zurückerinnern kann, war es auch immer wichtig, auch einen Energieknoten auch nochmal aufzubewahren, weil man durch manche Türen nur durchkam, wenn man noch einen Knoten hatte. Daher werden wir noch gar nicht so viel aufbessern können, aber ich setze hier einfach schon mal einen rein, weil ich will unbedingt nachher den Schaden und die Kapazität und nochmal den Schaden erhöhen. Ich denke mal, da wird die Reise hingehen. So. Okay. Ich denke mal, dann sind wir doch ganz gut durch das erste Kapitel durchgekommen. Wollen Sie das Kapitel beenden? Aufgabe erfüllt. Kapitel 1, Neuzugänge abgeschlossen. Fortschritt speichern, natürlich. Und damit möchte ich mich ganz recht herzlich, ja, fürs Zusehen bedanken. Das war das erste Kapitel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.